mobbig. Genau, bevor ich anfange, einmal eine ganz kurze Frage. Also wenn ihr hier in diesem Talk seid, dann interessiert ihr euch sicher für Webentwicklung. Wer macht Webentwicklung? Okay. Wer kennt Cypress? Okay, sehr gut. Und dann brauche ich nichts weiter sagen, weil manchmal ist es so, dass dann im Raum welche sitzen, die kennen Cypress schon als End-to-End-Testwerkzeug. Ich werde ein bisschen was erzählen dazu, wie man das auch für Komponententesting einsetzen kann. Und damit, also was wir machen, dass man damit sogar Test-Driven Development machen kann. Und werde gleich noch eine kleine Demo zeigen. Cypress, ein Automatisierungstool. Ich werde gleich ein bisschen noch dazu erzählen, wo das eigentlich herkommt, was das ist. Und genau, starten wir. Jetzt den kleinen, den vergesse ich immer, dass der da eigentlich noch über so eine kleine Treppe läuft. So, wer bin ich? Oder wo komme ich her? Ich komme von Workplace Solutions, WPS. Wir sitzen eigentlich in Hamburg. Wir haben aber ein kleines Büro auch in Berlin, in dem ich tätig bin. Und die erste Aufgabe ist natürlich, hier in dem Wimmelbild mich zu finden. Und um es euch ein bisschen einfacher zu machen, gut, da bin ich. Das ist, glaube ich, irgendwo an der Ostsee in Damp. Ganz kurz zwei Worte noch zu mir. Also ich arbeite bei Workplace Solutions eigentlich mache ich alles, ne? Also wenn man irgendwie 25 Jahre lang irgendwie Softwareentwicklung macht, dann irgendwann macht man alles. Aber eigentlich mache ich schwerpunktmäßig Softwarearchitektur, also ganz vorne kümmere ich mich darum und ganz am Ende irgendwie Test und Qualität. Ich habe mal promoviert über Testen von UML-basierten Systemen und bin da irgendwie so ein bisschen hängen geblieben. Ansonsten bin ich Sprecherin einer Fachgruppe von der Gesellschaft für Informatik, TAF, die heißt ausgeschrieben Testanalyse und Verifikation von Software. Fand ich gerade lustig, dass in dem Vortrag vorher irgendwie Verifikation vorkam, ne, Isabel. Wir vergeben auch den Deutschen Preis für Softwarequalität, das ist DPSQ. Und warum ist das hier immer auf der Folie drauf? Wir machen einmal im Jahr einen Call und wenn ihr jemanden kennt, der diesen Preis verdient haben sollte, dann könnt ihr gerne einen Vorschlag machen. Okay, so viel zu der kleinen Introduction zu mir und jetzt gehen wir quasi wirklich ins Thema. So, kennt ihr das auch, wenn man Webentwicklung macht und testet? Na, das ist so ein bisschen immer so ein Pain in the Ass. Weil da gibt es ganz, ganz viele Probleme, die man so haben kann. Unter anderem erstmal, okay, welches Tool soll ich mich entscheiden? Ich habe mal einen Artikel geschrieben, der hieß Die Qual der Wahl, ne? Und das ist, glaube ich, nicht besser geworden. Dann können die ganz schlecht oft umgehen mit Zeit, weil manchmal muss ich ja Dinge testen, die in der Vergangenheit liegen oder einfachstes Beispiel, sowas wie Debouncing, ne? Ist manchmal schon schwierig. Dann ganz großes Problem, UI-Components werden einfach vom Testtool nicht erkannt und man weiß eigentlich nicht, warum. Oder der Test schlägt fehl irgendwie. Oder er ganz oft auch läuft bei mir, läuft nicht in der Pipeline. Kein Mensch weiß eigentlich so richtig, warum das so ist. Dann gibt es diese Blinker, also die mal positiv und mal negativ sind, ne? Also man sagt, okay, warum ist der jetzt nicht so stabil, mein Test? Dann läuft meine Testsuite manchmal sehr lange, also gerade im End-to-End-Testbereich. Und wenn ich jetzt ein neues Web-Framework habe, also wenn ich jetzt zum Beispiel mein nächstes Projekt, also vorher habe ich Angular gemacht, jetzt mache ich React. Oder wenn ich mich jetzt sehr stark auf die Testtools binde, die auf dieses Framework abgestimmt sind, also zum Beispiel Jasmine für Angular, das kann ich für React-Projekte halt nicht wiederverwenden. Und ich habe eine kleine Umfrage gemacht bei uns in der Firma, bisschen ketzerisch, wenn ich einen Backend-Entwickler frage, wie testest du denn? Wie machst du denn Unit-Tests? Was sagt der? Nehme ich JUnit. Und wenn ich den frage, wie machst du Integrationstest? Dann sagt er auch, nehme ich JUnit.
Und wenn ich sage, machst du End-to-End-Tests, dann sagt er immer, was sind End-to-End-Tests? Ja, gegen die API vielleicht, ja. Ja, kann ich aber auch JUnit benutzen. Ich brauche eigentlich gar nichts anderes. Ne? Also stimmt nicht ganz, aber das war so ein bisschen so die einhellige Meinung, ja, JUnit geht doch irgendwie für alles. Und ich habe auf den Folien jetzt, könnt ihr dann später nachgucken, da will ich jetzt nicht im Detail erklären, mal so ein paar Beispiele gemacht aus einem realen Projekt. Da ging es aber nicht um Prozesse, sondern um was anderes. Aber ich habe einfach mal Beispiele genommen, irgendwie, wie haben die dann die Unit-Tests gemacht oder wie haben wir die Unit-Tests gemacht, wie haben wir die Integrationstests gemacht mit JUnit, wie haben wir und wie haben wir quasi so eine Art End-to-End-Test gemacht, also einmal, wie testet man quasi von außen, von innen, ne, mit Mock-MVC und wie testet man von außen mit die API, ne, mit REST-Templates. Und könnt ihr euch angucken, ne? Also die sind auf den Folien drauf. Aber einfach nur, um zu zeigen, okay, das machen die ja in dem Projekt wirklich so. Und jetzt frage ich mal einen Frontend-Entwickler und was sagt der? Ja, der sagt, wenn ich ihn nach Unit-Tests frage, sagt er, mal gucken, vielleicht Karma, vielleicht nehme ich Ensign, vielleicht nehme ich Jest, vielleicht nehme ich V-Test. Hängt so ein bisschen davon ab. Und wenn ich Integrationstests mache, okay, dann kommen vielleicht noch die gleichen Antworten. Und was ist mit End-to-End-Tests? Ja, da Cypress, Selenium, Playwright, WebDriver UI, Sahi, ja, da gibt es einen ganzen großen Sack. Und das ist nur die Open-Source-Welt. Ne? Also ich kann das Ganze natürlich auch noch irgendwie potenzieren, indem ich jetzt auch noch kommerzielle Tools einbeziehe. Und da ist dann natürlich die Frage, so geht es nicht irgendwie besser? Kann ich mich nicht vielleicht auf ein Tool konzentrieren? Und so ein bisschen in die Richtung geht es. Und Cypress waren so die Ersten, die gesagt haben, ja, das könnte funktionieren. Ich kann auch die kleineren Tests, ne? Also Unit-Tests, Integrationstests, also Komponententests auf der Ebene mit demselben Tool machen. Und das haben wir tatsächlich in einem Projekt mal so auch durchgezogen und haben Cypress eingesetzt für alle Teststufen. Ganz kurzer Exkurs, was sind eigentlich Unit-Tests im Frontend? Man hat ja im Frontend normalerweise nicht so viel Logik, ne, wie im Backend und mehr Komponenten. Man kann aber diese kleinen Komponenten auch Unit-Testen. Ne? Also das heißt, man hat dann im Prinzip so eine Komponente, die besteht aus Repräsentation und Logik. Und die kann ich aber auch testen. Und das sind für mich, also ich habe jetzt mal UI-Component-Tests genannt. Und auf der anderen Seite sind es, natürlich habe ich auch ein bisschen Logik, selten, ne? Logik-Tests dann ohne UI. Also nicht deutlich, deutlich weniger, weil in der Regel das Backend die Dinge, die ich mache, irgendwie validiert. Und die eigentliche Logik macht. Kommt ein bisschen drauf an, ne, wie der Schnitt ist, aber in der Webwelt ist das schon so. Und wenn wir uns mal Cypress anschauen, so als kleiner historischer Abriss, die sind so Ende 2014, Anfang 2015 gab es so die erste Version, die sie veröffentlicht haben, also ich habe vorher schon daran gearbeitet, und haben als erstes gesagt, okay, wir sind besser. Ne? Wir sind besser als alles, was es bisher gibt. Also insbesondere besser als den damaligen Platzhirsch Selenium. Und vor allen Dingen auch besser als Capture-Read-Relay-Tools. Bei uns kann man halt nur skripten, aber das Ganze funktioniert eben besser als das, was es bis zu dem Zeitpunkt gab. Dann gab es ein bisschen Entwicklung und die erste richtige, gereleaste Version 1.0, die kam dann 2017, die konnte nur End-to-End-Testing. Und damit war dann die Welt erstmal zufrieden. Und ganz überraschend kam dann plötzlich so mit der Version 7 Component-Testing. Und alle so, ja, was ist denn Component-Testing, was soll das sein? Ja, damit kann man eben auch kleinere Einheiten des Systems testen, des Frontends testen, ohne das ganze Frontend quasi irgendwo hin zu deployen und hochzufahren, sondern tatsächlich richtig, wie man sonst Unit auch testet. Und das Ganze ging am Anfang, hat React, glaube ich, unterstützt als erstes, dann Vue. Irgendwann kam Angular dazu und sukzessive wurde eben die Framework-Unterstützung ausgebaut.
Wir hatten Glück, wir haben 2022 ein REC-Projekt gestartet und da gab es diese Angular-Component-Testing noch nicht, aber wir haben dann gesagt, okay, gut, dann nehmen wir das Component-Testing für React, weil es passt ja gerade zu unserem Projekt. Inzwischen können wir das auch in anderen Projekten einsetzen. Wofür ist Cypress gut? Ja, Cypress, ich habe End-to-End-Testing, was ich für jede Art von Webanwendung verwenden kann. Und was insbesondere auch, wo manche andere ältere Frameworks, wie zum Beispiel Sahi, etwas schwächeln, dass ich das auch für moderne Single-Page-Applikationen benutzen kann. Das End-to-End-Testing kann ich eigentlich für alles benutzen, wo ich eine Web-Anwendung quasi deployed habe, hochgefahren habe kann die dann damit testen. Wenn ich jetzt Cypress Component Testing einsetzen will, muss ich natürlich etwas haben, was mir diese Komponente einpackt, ne, in etwas, was dann getestet werden kann. Also die muss ja trotzdem lauffähig sein. Und deswegen brauche ich eine Unterstützung von Cypress selber für mein Component Framework. Also zum Beispiel muss es eine React-Komponente verstehen, diese React-Komponente quasi hochfahren während des Tests und dann die Tests dagegen ausführen. Und deswegen eben, wenn ich jetzt neue Web-Technologie habe, dann dauert es vielleicht einen kleinen Moment, bis dann die Unterstützung da ist. Ich kann natürlich auch Jest nehmen, ne, unterstützt auch verschiedene Frameworks, aber das hat den E2E-Part nicht und, kommt gleich noch, auch keine visuelle Repräsentation. Ne, also ich sehe nicht, was ich teste. Dann Cypress, hatte ich schon gesagt, werden gescriptet, die Tests werden implementiert. Ist zwar auf den ersten Blick ein Nachteil, zum Beispiel, wenn ich jetzt so Endkunden habe, die so einfach Dinge aufzeichnen, ne, und wieder abspielen. Wer benutzt Selenium und dieses Capture Replay? Niemand, okay. Ist auch ganz gut so, weil das ist nämlich nicht besonders stabil. Oft nicht, also oft muss ich die Skripte, die ich aufgezeichnet habe, nachbearbeiten. Generalisieren, weil sonst funktioniert meistens selbst das nächste Abspiel nicht. Und dann ist ja die Frage, wer nutzt mein Testwerkzeug wirklich? Also wir haben zwar immer die Vision, dass der Kunde testen soll und das automatisiert tut. Ich habe das in einem Projekt erlebt und da haben wir 90% der Testfälle wieder weggeworfen, weil die eigentlich eine Duplizierung von den gleichen waren. Ne? Also das heißt letztendlich, eigentlich testen wir dann doch aus der Entwicklungssicht immer. Und wenn ich jetzt diese Skripten benutze, also wenn ich ein Skript schreibe, dann kann ich natürlich dieselbe Technik auf allen Testebenen wiederverwenden, also im Frontend, weil ich einfach, jeder Test sieht ähnlich aus. Ne? Und dann ist es egal, ob der auf Component-Ebene oder auf End-to-End-Testebene geschrieben ist. Und bei Cypress kann ich dann eben auch dieselbe Technik, also Cypress, für alle gängigen Web-Frameworks, die ich so kenne, wiederverwenden. Also das heißt, wenn jemand mal das Projekt wechselt und da ist eine andere Web-Technologie benutzt worden, kann er trotzdem Cypress als Testwerkzeug benutzen. Löst das jetzt unsere Probleme? Ja. Dann schauen wir doch mal, was ich besonders gerne an Cypress mag. Und das Erste ist, dass ich diese Time Travel, dieses Daumenkino habe, ich zeige das gleich noch, ne, in live, weil das ist wirklich so, ich kann sehen, was getestet wurde und wenn irgendeine Komponente nicht gefunden wurde, kann ich auch genau sehen, warum die nicht gefunden ist, weil ich eben dieses visuelle Feedback habe. Dann, was ich ganz gut finde, ist, dass ich Cypress so einstellen kann, dass automatische Screenshots im Fehlerfall gemacht werden. Also man hat eigentlich keine Screenshots, sondern DOM-Snapshots. Und dann kann ich in der Pipeline auch sehen, wenn da mal ein Test fehlgeschlagen ist, kann ich mir angucken, wo ist er denn fehlgeschlagen und oft sehe ich dann einfach, okay, das ist das Problem und ich kann das einfach viel, viel einfacher analysieren. Ich habe sowas wie eine Uhr, die ich vor- und zurückstellen kann, die ich ticken lassen kann. Ich habe Mocking und Spy, also Mocks und diverse Mocking-Möglichkeiten, zum Beispiel durch Spice oder Stubs. Sodass ich zum Beispiel auch Backend-Calls wegmocken kann. Ist nicht ganz so mächtig wie das, was Jest kann. Dann habe ich automatisches Warten. Ich muss
eigentlich in keinem einzigen Test, also ich habe keinen Test bisher geschrieben, wo ich ein explizites Weight machen muss, weil dieses implizite Weight immer funktioniert. Und was auch ganz wichtig ist, dass man Dinge nicht in Textfelder reinsetzt, sondern dass die wirklich getippt werden, damit irgendwelche Events getriggert werden, ne, die da an diesen Feldern dranhängen. Und das Typeless ist eigentlich sehr stabil, wenn man es richtig macht. Ne? Wir haben relativ wenige Tests, die so flaky sind, ne? Also mal true und mal false zurückliefern. Es ist relativ schnell und ich kann es einsetzen jetzt für Cross-Browser-Tests, weil nämlich das im echten Browser ausgeführt wird. Das Ganze läuft mit meiner Anwendung in einer Umgebung und erlaubt deswegen auch eine Kontrolle von innen. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch Netzwerkverkehr selbst im End-to-End-Testbereich mocken, ne, weil ich quasi die Anwendung so ein bisschen, also Cypress packt sich um die Anwendung rum. Die Anwendung läuft dann in einem iFrame. Gibt ein paar Nachteile des Ganzen. Viele Sachen hatte ich jetzt schon gesagt. Vielleicht nochmal so die Abgrenzung zu Karma und Jest. Also man sieht, was getestet wird, wie bei Karma. Im Gegensatz zu Jest ist es trotzdem schnell, also wie bei Jest. Im Gegensatz zu Karma, was eher ein bisschen schwerfällig ist. Und ich habe eben diese breite Framework-Unterstützung. Okay, dann schauen wir uns doch mal ein bisschen an, wie das Ganze dann aussehen würde. Ich habe eine kleine Mini-Demo vorbereitet. Und dazu setze ich mich mal hin. Und zwar, ich habe eine kleine Anwendung, die läuft auch schon. Wo ist sie? Hier. Und zwar eine kleine Anwendung, die Buchungen zeigt. Also, die zeigt einfach nur Buchungen an, Buchungsposten. Das ist eine React-Anwendung, die besteht aus mehreren Komponenten, die so ein bisschen ineinander geschachtelt sind. Also meine kleinste Komponente ist eben diese hier, die ein Booking-Item anzeigt. Dann habe ich diese Kacheln, die dann das Daily Booking machen. Und das Ganze ist eine Liste, ne, von Bookings. So, einfach nur so als kleiner Hintergrund. Und ich habe einen End-to-End-Test geschrieben, weil ich war faul, ich wollte nicht so viel in End-to-End-Tests investieren und das ist ein, kann man es gut lesen? Einigermaßen, ne? Und damit wollte ich einmal kurz demonstrieren, wie quasi so ein End-to-End-Test aussieht. Der fängt an mit Visit, also das heißt, ich besuche eine Webseite, in dem Fall irgendwie hier, die auf Localhost läuft, und dann suche ich die Buchung möchte ich hier angezeigt haben, dann möchte ich die Heading, also meine Überschrift von meinem ersten Item finden, hat er gefunden, dann findet er alle drei Einträge, ne, also alle drei in meiner Liste und man sieht schon, man hier jetzt diesen, das meinte ich mit dem Daumenkino, das heißt, ich kann hier einfach weiterlaufen und sehe dann immer, was er gefunden hat. Also hier hat er zum Beispiel den Löschen-Button gefunden und da sieht man mal, das ist ein DOM-Snapshot. Und dann hat er den Status noch da oben gefunden und dann, wo ist das, wo ich das lösche? Also ich möchte hier gerne ein Item löschen und man sieht auch, was ich eigentlich ganz witzig finde, ist, dass man auch dieses Before und After sieht. Ne? Also das heißt, ich bin, wenn ich jetzt in der Analyse bin, warum ein Testfall läuft oder warum er nicht läuft, ist das für mich sehr, sehr hilfreich. Genau. So viel dazu. So, das ist End-to-End-Testing. Kennt man. Und jetzt möchte ich das Ganze mal auch in als Component-Test zeigen. Und ich habe hier, wenn ich Cypress das erste Mal aufmache, dann sehe ich eben hier, die habe ich die Auswahl zwischen, ich möchte End-to-End-Test, da waren wir gerade, oder ich möchte in den Component-Test-Bereich reingehen. Und dann gehe ich mal in den Component-Tests rein. Dauert jetzt einen kleinen Moment. Das ist auch eine der größeren Nachteile, dass es immer so ein bisschen zäh ist, bis es gestartet ist. Natürlich kann ich das auch auf der Kommandozeile ausführen. Aber wenn ich Tests schreibe, dann habe ich meistens den Cypress offen,
sodass ich parallel sehe, was ich gerade in Cypress teste und meine Änderungen. Ne? Also ich bin ja im Attach-Mode, das heißt, ich kann irgendwie, wenn ich Änderungen mache an meiner Anwendung, dann oder wenn ich neue Sachen implementiere, dann sehe ich das direkt in dem Test auch. Und jetzt fangen wir mal an mit, ich habe gesagt, das kleinste ist mein Booking-Item. Das ist diese kleine Komponente. Das ist übrigens jetzt schon, der Test ist schon gelaufen. Und ich habe eigentlich zwei Tests. Der eine sagt, ich möchte sehen, dass hier ein Item angezeigt wird. Und das zweite ist, dass ich die Möglichkeit habe, ein Item zu löschen. Das heißt, ich gucke, dass ich den Löschen-Button finde und dass, nachdem der Löschen-Button gedrückt wurde, dass dann ein Event gefeuert wird, was dann irgendwo anders in der Anwendung behandelt wird. Und das ist jetzt ein Komponententest, der wirklich nicht auf der Live-Applikation läuft, sondern der mein Item quasi eingepackt hat, und das Ganze funktioniert ein bisschen anders als beim End-to-End-Test. Beim End-to-End-Test sage ich ja Visit, besuche eine Webseite, und hier sage ich Mount, mounte eine Komponente. Und wir können uns das direkt im Code auch nochmal angucken. Und zwar ist das mein Booking-Item-Viewer relativ einfach, und ich habe dazu einen Cypress-Test, und ich habe eine kleine Funktion geschrieben, die mountet meinen Booking-Item-Viewer und die mountet quasi mein Booking-Item-Viewer. Das ist eigentlich alles. Ne? Nimm die Komponente, mounte sie. Und ich habe da noch den Chakma-Provider dazu gepackt, damit es ein bisschen hübscher aussieht. Ne? Wenn ich den weglassen würde, dann wäre das quasi ohne das UI-Component-Framework, ne? Was das so ein bisschen hübscher aussehen lässt. Und warum ich es auch zeige, ist, wir haben auch Tests, wenn wir zum Beispiel testen mit verschiedenen Benutzern oder so, ne? Dann haben wir so Test-Provider, die wir so um die Komponenten drum packen können, und können dann sagen, übrigens, das ist jetzt ein Test-Provider, und tu mal so, als ob du ein Administrator bist, oder tu mal so, als ob du ein normaler Mitarbeiter bist, ne? Und guck dann, wie sich die einzelnen Komponenten dann verhalten. Und jetzt machen wir mal zeige ich mal ganz kurz, wie das aussehen würde, wenn ich jetzt das System weiterentwickeln würde. Also, ich möchte jetzt als nächstes, ich habe da schon mal was vorbereitet, ich möchte gerne als nächstes testen, dass ich dieses Element auch editieren kann. Und kommentiere ich mal meinen Code hier wieder aus. So, und auf der anderen Seite laufen direkt meine Tests los. Und jetzt findet er natürlich nicht, weil ich habe jetzt einen neuen Button, will ich einen neuen Button sehen, den Bearbeiten-Button, und der ist natürlich nicht da. Klar, weil den habe ich ja noch nicht implementiert. So, und jetzt könnte ich einfach in meinen Booking-Item-Viewer gehen und sagen, wo ist es? Ich habe hier meine Booking-Items. Bin ich jetzt in dem richtigen? Ich bin im List-Viewer, Entschuldigung. Das wundert mich natürlich dann nicht, dass ich es nicht finde. Booking-Item-Viewer, so. Also, das heißt, ich baue mir jetzt noch einen neuen Button ein. So, der heißt dann Bearbeiten. Und der hat natürlich auch eine andere ID. Und der soll onEdit auslösen. Okay, jetzt übersetzt er einmal kurz, und dann läuft auf der anderen Seite gleich mein Test wieder los. Okay, passt. Und wenn ich jetzt mal schaue, also ich habe noch mehr Tests, aber wenn ich jetzt mal schaue, ich habe hier noch ein, kann mir auch noch mal zeigen, wie das aussehen würde. Wir haben vorher angefangen in dem Projekt mit Jest, sind dann irgendwie auf Probleme gestoßen,
und haben dann irgendwie ab einem bestimmten Punkt gesagt, wir konvertieren mal einfach unsere Tests. Ne? Und dann ist die Frage, wie viel Arbeit ist das eigentlich, diese Konvertierung? Und ich habe das Beispiel mal, ich habe auf der einen Seite den ursprünglichen Jazz-Test und ich habe da auf der anderen Seite den Cypress-Test. Und wenn man sich das anguckt, das sieht schon ziemlich ähnlich aus. Ne? Ich habe hier ein bisschen mehr. Aber eigentlich, also vom Test her ist es hier, ich habe nicht also ich muss hier einfach ein Try-Get nutzen. Ne? Anstatt dem Expect habe ich dann Should-Have Befehle, aber eigentlich ist es wirklich so, dass es ziemlich stupide Übersetzungsarbeit. Ne? Nicht nur, aber ein bisschen Gehirnschmalz muss man reinstecken. Wie gesagt, Jest ist sehr viel mächtiger, was das Mocking betrifft. Ich kann zum Beispiel keine Module mocken in Cypress, aber eigentlich ist es so, dass 90%, würde ich jetzt mal sagen, 80-90% ist einfach stumpfe Übersetzungsarbeit, wenn ich von einem zum anderen möchte. Kann man natürlich theoretisch, kommt dann mal die Frage, kann man das nicht automatisiert machen, die Übersetzung? Meistens ist es so, dass wir die Tests auch nochmal neu bewerten, ne, wenn wir die übersetzt haben. Und um die auseinanderzuhalten, haben wir eben die entsprechenden Endungen eingeführt. Also unsere Cypress-Tests heißen spec.cy.ts oder TSX und unsere Jest-Tests heißen spec.jest.txt. Eine kleine Sache wollte ich noch zeigen. Und zwar, ich habe ja behauptet, es geht nicht nur für Komponententests, sondern es geht auch für so eine Art Unit-Test. Ne? Und ich habe so ein Date-Util geschrieben, was mir Zeiten ausrechnet. Also wir haben ja in dieser, ich zeige nochmal die Komponente, wo ist sie hier? In dieser Komponente haben wir hier so eine Summenberechnung. Ne? Das heißt, es nimmt alle, was am Tag da ist, nimmt es und rechnet dann die Gesamtsumme aus. Und dafür habe ich ein kleines Date-Util geschrieben. Und da gibt es auch Tests für. Und die können mit Cypress ausgeführt werden, aber wie wir sehen, sehen wir nichts, weil wir gar keine Komponente gemountet haben. Also da ist dann die Frage, welchen Mehrwert habe ich davon? Aber es ist in der Theorie möglich. Gut, dann kommen wir zurück zu unseren Folien. Da waren wir stehen geblieben. Viele von den Sachen sind jetzt hier auch auf den Folien drauf. Also man sieht so ein bisschen den Code und falls es euch interessiert, kann ich euch natürlich auch den Zugang geben zu dem Beispiel. Einfach mich mal kurz anschreiben, dann, falls ihr ein bisschen mehr als nur die Tests sehen wollt. Genau, hier das eine war eben, das eine ist Visit, das andere ist Mount und der Rest unterscheidet sich eigentlich nicht, ne, bei den Tests. Dann Migration bestehender Test-Suiten, habe ich jetzt gerade schon gesagt. Also, das ist ungefähr 80-90% reine Übersetzungsarbeit. Und wenn ich jetzt aber den Aufwand rechne, muss ich ja nicht nur den Aufwand rechnen, was habe ich mit meinen bisherigen Testfällen gemacht, sondern auch, was bringt mir das, ne, für die Zukunft. Und wir haben festgestellt, dass wir deutlich schneller sind bei neueren Tests, weil wir eben den visuellen Input haben. Ne? Also, und weil wir sehr viel besser irgendwie, natürlich kann man mit Jest auch testgetrieben arbeiten, ne? Aber mit Cypress ist es einfach viel, viel einfacher, viel schöner auch, ne? Weil man sieht eben auch genau, was man testet. Für welche Tests lohnt es sich? Wir haben erstmal vorrangig natürlich die Sachen, die Langläufer migriert. Wir hatten zum Teil in Jest Testfälle, da haben wir einen Timeout eingestellt von 2 Sekunden oder so, ne, weil die sonst nicht funktioniert haben. Das müssen wir in Cypress nicht mehr machen. Die haben wir uns als erstes vorgenommen. Als nächstes alle die eben flaky sind, also die Wackelkandidaten, die halt mal grün und mal rot waren. Und alle weiteren Tests haben wir dann direkt in Cypress geschrieben. Wir haben, muss ich zugeben, immer noch so ein paar Jest-Tests übrig, weil entweder gab es keinen vernünftigen Weg, die zu migrieren, weil eben das mit dem Mocking nicht funktioniert hat in Cypress, oder es hat sich einfach nicht gelohnt, weil an dieser Stelle schon seit ungefähr Anfang des Projekts keiner mehr dran war. Ne? Sowas wie Navigation zum Beispiel, das ändert sich dann, das macht man einmal ganz am Anfang, das ändert sich dann später nicht mehr, da haben wir dann auch die Tests nicht migriert.
Und wie man am besten vorgeht, wir haben es so gemacht, dass wir die Tests benannt haben. Und zwar hatten wir vorher Spec-Punkt-Tests, das waren immer Jazz-Tests. Dann haben wir gesagt, okay, alle, die noch so heißen, da war jetzt in letzter Zeit keiner dran. Wenn wir entschieden haben, dass ein Test als Jazz-Test bleibt, haben wir ihn Punkt Jazz genannt. Und wenn wir ihn und alle Tests in Cypress heißen Punkt Cy. Und so kann man eben sofort sehen, was muss noch konvertiert werden und was nicht mehr. Und dann muss man sich natürlich angucken, wenn man sich so stark an so ein Tool bindet, wie ist der aktuelle Stand von Cypress, auch im Hinblick auf die API, auf die False Negatives und so weiter. Und wir haben das Gefühl, also Cypress ist ja ein sehr aktives Projekt, ne, da entwickelt sich immer noch viel weiter und insofern kann man da auch, glaube ich, darauf vertrauen, dass das weitergeht. Aber man muss sich das halt überlegen, lohnt sich das? Hier habe ich nochmal dieses Beispiel, was ich gerade gezeigt habe, und rot markiert jeweils, was sieht anders aus, ne, und der Rest ist halt das, was gleich bleibt. Der größte Unterschied ist eben auf der einen Seite, dass hier alle Befehle mit Cy anfangen und dass ich hier rendere und hier mounte. Ne? Und wenn man aber so macht wie wir, dass man dann so eine Test-Component hat, dann kann man das sozusagen auch verstecken in den Tests. Ne? Dann sieht man das nicht mal mehr. Welche Hindernisse haben wir? Okay, habt ihr gerade gesehen, die Cypress UI ist manchmal sehr langsam. Dann fehlen natürlich die Tests manchmal auch in der Cypress UI. Klar, bleibt nicht aus. Insbesondere, wenn ich schnell programmiere, ne, ist Cypress manchmal so ein bisschen langsam hinterher. Das stimmt nur noch bedingt. Also es gibt inzwischen ein Plugin auch für IntelliJ. Das hat uns lange Zeit genervt, dass es nicht so einen Playbutton gibt. Ich habe es neulich mal ausprobiert. Es ist immer noch nicht so richtig toll. Ne? Also diese Unterstützung in der IDE. Und manche End-to-End-Test-Szenarien werden nicht unterstützt von Cypress. Also dadurch, dass die Anwendung in einem iframe in Cypress läuft, kann ich zum Beispiel keine Multitab-Anwendungen testen. Das geht einfach mit Cypress nicht. Ne? Das muss ich wissen, bevor ich mich darauf einlasse. Und wenn man zum Beispiel so auf die Playwright benutze, das kann dann auch Apps testen und so, das kann Cypress halt auch alles nicht. Ne? Cypress konzentriert sich auf Web-Anwendungen. Wenn ich andere Projekte habe, dann ist es vielleicht nicht der richtige Weg. Genau, Mocken von Modulen hatte ich schon gesagt. Was wir festgestellt haben, ist, dass wir eine andere Arbeitsweise haben. Also wir haben diesen Play-Button fast nie vermisst, weil wir eben das Cypress UI starten und das läuft dann auf dem zweiten Bildschirm und man programmiert im ersten und guckt dann immer, was macht der Test. Schreibt auch den Test zuerst. Und wir haben auch festgestellt, dass wir haben irgendwann Vite eingeführt, dass das auch den Teststart beschleunigt. Es gab ein paar andere Probleme bei der Konvertierung mit Vite. Na, am Anfang mochten die beiden noch nicht so richtig gut zusammenarbeiten, aber das ist inzwischen, glaube ich, auch behoben. Unsere Bewertung, ist es jetzt ein Testwerkzeug für alle Teststufen? Also wir sagen ja, also weil wir machen genau das, ne, dass wir in der gesamten Pyramide testen. Das machen wir oft nicht. Ne? Da benutzen wir oft immer noch Jest, weil wir haben ja Jest im Projekt drin. Aber für Komponententests, Integrationstests von Komponenten und auch End-to-End-Tests benutzen wir Cypress. Wenn man sich jetzt aber auf so ein Test, also ich habe es gesagt, ich benutze es für alles, ne? Und wenn ich mich dann so festlege, dann muss ich natürlich gucken, lebt das Projekt? Ja, Cypress lebt. Gibt es harte Brüche zwischen den einzelnen Versionen mit hohem Anpassungsbedarf? Es gab irgendwann eine Version, ich weiß gar nicht, war das zwischen 6 und 7 oder so, wo man wirklich hohen Aufwand hatte. Inzwischen ist es einfach so, wir ziehen einfach die nächste Cypress-Version rein und es funktioniert. Es ist nicht zu vergleichen mit sowas wie einem Angular-Update oder so, ne? Oder einem React-Update. Gibt es Einschränkungen der Open-Source-Version? Also es gibt ja Cypress als Open-Source und es gibt Cypress als Kaufversion, ne? Bezahlversion. Und was ist in der Bezahlversion zusätzlich drin? Es gibt die Cypress Cloud mit sowas wie flaky Testmanagement, also wenn so ein Test flaky ist, dann führt er den mehrfach aus und dann gibt es sozusagen so eine Art, wer gewinnt, ne? Wenn er mehr fehlschlägt, grün durchrennt, also er erkennt dann, welche Tests sind das, die flaky sind und so weiter. Ich kann Parallelisierung haben, okay, kann man auch anders hinbekommen, das machen wir bei uns einfach, indem wir einfach selber eine Parallelisierung von den Tests implementiert haben in der Pipeline.
Also es gibt halt Workarounds und auch dieses Auto-Rerun, Auto-Cancel in der Pipeline, das haben wir natürlich nicht, wenn man die Cypress Cloud nicht hat. Die Cypress Cloud bedeutet aber auch, ich lade meinen Source-Code, ne, da hoch. Ne? Das ist vielleicht auch manchmal nicht so gewünscht. Und es gibt ein Projekt, das nennt sich Sorry Cypress. Sorry Cypress, und dieses Projekt hat so ein bisschen Konkurrenz zu Cypress Cloud. Da gab es dann eben auch Parallelisierung und so. Sorry, Cypress, ja genau. Und dieses Projekt ist aber gerade, hat glaube ich gerade rechtliche Probleme, ne, mit Cypress. Also die streiten sich da gerade irgendwie auf irgendeiner Ebene. Wer weiß, ob das jetzt noch so weiter läuft. Das heißt, unser Fazit, für wen eignen sich Cypress Component Tests und für wen eher nicht? Ja, wenn ich Projekte mit unterschiedlichen Frontend-Technologien in meinem Unternehmen habe und möchte, dass Leute nicht auch noch verschiedene Testwerkzeuge lernen sollen. Wenn die Tests sehr flaky sind oder wenn ich jetzt, was weiß ich, zwei Projekte habe, ne, die eng zusammenarbeiten, ist ja manchmal so, man fängt mit einem Projekt an, benutzt eine Frontend-Technologie und dann startet man ein zweites Projekt und dann denkt man, ach nee, Angular war blöd, ich nehme jetzt React. Dann habe ich trotzdem eine einheitliche Test, wenigstens das. Wenn die Tests sehr flaky sind, weil das schon eine Stärke von Cypress ist. Vielleicht, wenn ich Cypress eh schon als End-to-End-Testwerkzeug einsetze, warum dann nicht auch für Component-Tests benutzen? Vielleicht, wenn ich festgestellt habe, dass das visuelle Feedback für mich sehr wichtig ist, dann möchte ich vielleicht auch gerne ein Testwerkzeug einsetzen, was mir das bietet. Vielleicht nicht, wenn es neben Web-UI noch andere UIs gibt, ne, wenn ich noch eine App baue, wenn ich irgendwie vielleicht noch so einen Rich-Client habe oder so, dann muss ich doch wieder verschiedene Werkzeuge benutzen. Und auch wenn ich bestimmte Konstellationen habe, wenn ich Multitab-Anwendungen testen möchte oder so, dann ist halt Cypress einfach nicht das Geeignete. Und nein, wenn die automatisierten Tests aktuell problemlos laufen, never change a running system. Ne? Also da mache ich mir an der Stelle nicht die Arbeit. Ne? Da gucke ich eher, ob ich dann zum Beispiel meine Architektur aufräume oder so. Wenn ich kein Problem mit meinen Tests habe, dann brauche ich das nicht unbedingt jetzt den Aufwand auf mich nehmen. Gleichzeitig glaube ich aber, dass für Cypress uns zeigt, was ein Testwerkzeug können muss, weil sehr viele gute Eigenschaften hat und das irgendwie als Bewertungsmaßstab dienen kann, wenn ich andere Testwerkzeuge benutze. Also dieses Daumenkino finde ich genial und dieses visuelle Feedback. Die Tests sollten im echten Browser laufen, einfach weil man sonst browserabhängige Fehler nicht findet. Wenn ich jetzt so Dinge benutze, die nur einen Browser emulieren, ne, so wie Jest, dann kann allein wegen der Emulation der Test langsam oder flaky sein. Die Robustheit der Tests ist halt essentiell für mich. Ich möchte, dass meine Test-Suite mir ein gutes Gefühl gibt, ne, und ich nicht ständig irgendwelchen Phantomen hinterherjage. Und ich möchte, dass ich weit verbreitete Third-Part-Libraries habe als Unterstützung, also zum Beispiel sowas wie Chai und Mocha oder so, ne, die im Testbereich sehr verbreitet sind. Da möchte ich gerne, dass mein Test-Tool das auch unterstützt. Ne? Oder die Testing-Library, ne, wo ich dann diverse Möglichkeiten habe, um auch UI-Komponenten anhand von Kriterien zu identifizieren, die nicht XPath sind. Und jetzt die letzte Folie. Das ist die Welt, man sieht es, genau, und sie dreht sich. Und die Welt dreht sich gerade im Bereich der Web-Technologien sehr schnell weiter. Ne? Also ich habe auch in meinem Projekt sehr begeisterte Frontend, also primär Frontend-Entwickler, die dann sagen, oh, ich habe da ein neues Tool entdeckt, wir müssen das unbedingt mal ausprobieren. Und ich glaube, und der Browser entwickelt sich ja auch so schnell weiter. Ne? Also man kann, wenn man ein 2 Jahre altes Handy hat, kann man irgendwelche Webseiten nicht mehr angucken, ne? Weil es gibt leider kein Android-Update mehr für das eigene Handy. Muss man sich ein neues kaufen, weil man nichts mehr angucken kann und so. Das ist halt eine sehr rasante Entwicklung, die da passiert, ne? Und immer noch. Und deswegen, was den Vortrag, den ich jetzt so gehalten habe, ne,
den würde ich vielleicht in 2 Jahren nicht mehr so halten. Dann würde ich vielleicht sagen, oh, WebDriver UI ist das. WebDriver I.O., genau. WebDriver I.O. ist das neue, tolle Tool. Oder Playwright kann jetzt auch Komponenttests. Ne? Kann es übrigens, ne, als Beta-Variante. Insofern ist das tatsächlich, ja, wissen wir nicht. Ne? Also es kann sein, dass die Entscheidung, die ich heute getroffen habe, ich morgen revidieren muss, weil alles so schnell weitergegangen ist. Okay, damit gerne, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie gerne stellen. Fragen? Ich weiß nicht, bei Selenium hat sich das ja stabilisiert, nachdem diese WebDriver-Anbindung für den Browser genutzt hat. Ist Cypress mit WebDriver oder ist das JavaScript? Cypress ist quasi eine eigene Implementierung, ne? Also die benutzen nicht WebDriver oder sowas in der Art, sondern die haben eine eigene Implementierung und die hängen sich quasi, ne? Also sie machen iFrame auf, da läuft die Anwendung drin und es ist alles JavaScript, ne? Also das heißt, sie fangen halt alles ab, was von der Anwendung kommt, also es ist wie so eine Art Proxy oder so, ne? Auch. Deswegen kann man auch Dinge mocken und kann auch quasi direkt Dinge injecten in der Anwendung. Also das heißt, die haben es halt selber implementiert. Ja. Sie sagten vorhin, das ist vielleicht nicht unbedingt so geeignet, wenn man noch andere Client-Anwendungen bauen würde. Würde das mit sowas wie Apache Cordova oder so sich kombinieren lassen? Also wenn man jetzt als Standalone-Client-Anwendung im Prinzip auch nur die Web-Anwendung verpackt, würde das mit Also alles, was in eine Web-Anwendung verpackt werden kann, kann Cypress testen. Ne? Alles, was keine Web-Anwendung ist, kann Cypress nicht testen. Also im Prinzip kann man auch so, man kann im Prinzip auch App-UIs testen, ne? Wenn die irgendwie auf einer Web-Technologie basieren. Ne? Wenn man aber Native-Apps hat, dann kann man die nicht damit testen. Gibt es Fragen? Ich hätte noch eine. Ja. Nicht direkt auf Cypress, aber auf dieses Frontend-Testing generell, weil ich weiß nicht, wenn du da viel Erfahrung hast. Mir fällt es immer schwer, überhaupt rauszufinden, was will ich eigentlich testen. Also die meisten, also du hast so ein Beispiel mit, wenn ich den Button klicke, wird dieses Delete-Event gefolgt. Also ist das vielleicht für die Demo gut, aber in der wirklichen Anwendung ist es ja eigentlich trivial. Ja? Also da sieht man ja sozusagen direkt, der On-Click-Händler macht halt dieses Event. Und also das kann man machen, aber vielleicht hat nicht so den Wert. Und dann gibt es so ganz große Dinger, also ich denke, es ist im aktuellen Projekt dann sowas wie, es gibt einen Zustand, wo alle Elemente disabled sein müssen, weil man darf gerade nichts editieren. Da fällt es mir einfach, also da habe ich aufgegeben, das als Test zu schreiben, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, also was soll ich da überhaupt schreiben? So alles, also völlig unklar, welche UI-Elemente überhaupt disabled sein sollen und sowas. Also ich... Gibt es irgendwas in den Tipp? Also ich versuche so ein bisschen wie, wenn man, also ich komme ja aus, eigentlich ursprünglich aus so einer Backend-Welt, ne? Und da testet man ja auch so kleine Dinge, ne? Auch wenn man erstmal das Gefühl hat, so, okay, warum teste ich jetzt hier, dass da irgendwie ein Event fliegt oder so. Ne? Und ich teste tatsächlich auch wirklich, ne, so kleinere Komponenten, also ich teste wirklich nicht diesen ganz kleinen, ne, sondern eher diese Booking-Komponente, dieses einzelne Daily-Booking-Element. Ne? Und dann teste ich aber doch, dass da der Event gefeuert wird. Warum? Weil ich möchte ja, dass mein Test failt, wenn ich da irgendwelche Änderungen dran mache. Ne? Insbesondere teste ich jetzt nicht, dass der Event fliegt, sondern was der Event mitliefert. Ne? Liefert er denn die richtige ID mit, ne? Von seinem eigenen Booking-Element? Und dann brauche ich dieses nicht mehr auf einer höheren Ebene testen. Weil dann weiß ich, dann teste ich auf einer anderen Ebene vielleicht nur noch, dass dieses Event ankommt und behandelt wird. Also das heißt ein bisschen so, dass ich wirklich versuche, erstmal Units zu machen und das, was an Integration darüber ist, das versuche ich dann wirklich auf der Integrationsebene zu testen, aber so, dass ich das nicht mehr teste, was ich vorher schon getestet habe. Ich teste dann nicht mehr, dass da Event gefeuert wird und dass da die richtige ID dranhängt, sondern ich gucke, dass die woanders aufgefangen und vernünftig behandelt wird, nämlich dass zum Beispiel da dann Backend-Call abgefeuert wird, dass das Element jetzt gelöscht wurde, ne? Und dass ich die richtige Antwort kriege und die dann wieder in diese Komponente reinstopfe. So, ne? Also das heißt, ich gucke dann schon eher, ne? Und dann klar, dann gibt es noch irgendwie ganz, ganz wenige Tests auf End-to-End-Ebene,
Dann könnte man zum Beispiel dein Beispiel auch sagen, okay, ich teste, ob, wenn etwas disabled wird, ne? Also wenn ich sage, mein Zustand ist disabled, dass dann die einzelnen Unterkomponenten das richtig machen. Dann teste ich aber nicht mehr dieses Riesenformular, weil ich dann weiß, okay, wenn dieses kommt, dann disablen die sich alle automatisch. Und auf End-to-End-Test-Ebene würde ich zum Beispiel sowas gar nicht mehr testen, weil da teste ich eher den Weg durch die Applikation, so eher typische Szenarien und typische Fehlerfälle. Ne? Und das aber doch eher, also weil die dauern halt ewig. Ne? Also End-to-End-Tests dauern einfach ewig. Und deswegen guckt man, dass man die deutlich reduziert in ihrer Komplexität. Und wenn man so aus so einer Backend-TDD-Brille guckt, dann kriegt man es auch leichter hin, in Frontend das Gleiche zu machen.